Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle erst einmal an allen meinen Zuschauern ein herzliches Dank da lassen. Vielen lieben Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert, liked. Allem scheinen euch ja meine Videos sehr gut zu gefallen und das freut mich natürlich enorm. Vielen lieben Dank auch natürlich an meine zukünftigen Abonnenten und Zuschauern. Dankeschön, dass ihr Red Devil TV unterstützt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Es ist soweit. Die erste DFB-Pokalrunde steht an. Der erste FC Kaiserslautern empfängt den SC Freiburg. Für den ersten FC Kaiserslautern war es allerdings alles andere als selbstverständlich, am DFB-Pokal überhaupt teilnehmen zu dürfen, da sie ja in der letzten Saison bei einem Amateurclub aus dem Verbandspokal ausgeschieden sind. Der FCK musste den Verbandspokal gewinnen, um sich überhaupt für den DFB-Pokal qualifizieren zu dürfen. Doch der FCK hat einen anderen Weg gefunden und aus meiner Sicht einen besseren, nämlich durch den Aufstieg in die zweite Liga ist der FCK natürlich jetzt auch wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Und das ist auch gut so, denn das bringt natürlich ein bisschen Geld in die Klammkasse vom FCK. So gibt es für die Teilnahme der ersten Runde immerhin schon 209.247 Euro. Das ist natürlich für große Vereine recht wenig. Auch für den FCK ist das jetzt nicht gerade die Summe, die der FCK jetzt bräuchte, aber besser als nichts. Und das Geld steigert sich ja pro Runde. Wie schon vorhin angedeutet, ist der Gegner der SC Freiburg. Aus meiner Sicht ein interessantes und gutes Los. Der SC Freiburg ist in meinen Augen ein sympathischer Verein, der in den letzten Jahren wirklich Überragendes in der Bundesliga geliefert hat. Und er ist überhaupt nicht mehr mit dem Verein zu vergleichen, den sie noch vor einigen Jahren waren. Oder als der FCK noch früher gegen Freiburg spielte. Dieser SC Freiburg ist verschwunden. Jetzt sind sie deutlich, deutlich stärker. Haben einen Mannschaftswert, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, von ungefähr 150 Millionen Euro. Zum Vergleich, der FCK hat knapp 9 Millionen. Allein da schon ist ein riesiger Unterschied zwischen den beiden Vereinen. Der SC Freiburg stand im letzten Jahr sogar im DFB-Pokalfinale gegen das Produkt aus Leipzig, das sie leider verloren haben. Wirklich, wirklich ein trauriger Tag für den deutschen Fußball aus meiner Sicht. Auch Christian Streich, wenn man sich mal mit seiner Arbeit anschaut in den letzten Jahren, das ist einfach überragend. Ein Trainer, der so lange mal bei einem Verein ist, das ist echt top. Und ich wünsche mir wirklich, dass das auch eines Tages mal beim FCK möglich sein könnte. Was mich persönlich auch noch ziemlich gefreut hat und ich eine richtig coole Aktion fand, ist die Tatsache, dass das Produkt aus Leipzig ja mit Freiburg einen Fanschal machen wollte zum DFB-Pokalfinale. Doch der SC Freiburg hat sich natürlich dagegen entschieden und hat das abgelehnt, was natürlich vollkommen klar ist, weil ja, ich will jetzt nicht weiter hier ausholen. Umso lustiger und umso schöner finde ich es, dass der 1. FC Kaiserslautern und der SC Freiburg einen schönen Fanschal erstellt haben. Und ja, den gibt es wahrscheinlich morgen im Stadion zu kaufen. Ich persönlich werde nicht dort sein, aber werde das Spiel natürlich trotzdem verfolgen. Jetzt stellt sich natürlich die große, große Frage, was halte ich denn von dieser Partie? Und wie sehe ich die Chancen vom FCK gegen Freiburg in die nächste Runde einzuziehen? Hier muss man etwas länger ausholen. Erstens mal ist es ein Pokalspiel. Da ist alles möglich. Man kann vor dem Spiel nicht wirklich sagen, was passieren wird. Natürlich ist der SC Freiburg klarer Favorit. Ich habe es vorhin gesagt, mit einem Mannschaftswert von um die 150 Millionen Euro und mit Spielern wie Nils Petersen, Christian Günther und wie sie alle heißen, nur mal ein paar zu nennen, das ist eine unfassbare Qualität, die da auf uns zurollt und das hat auch Dirk Schuster in der gestrigen Pressekonferenz richtig gesagt. Das war übrigens eine richtig gute Pressekonferenz, da ich ihn ja so ein bisschen kritisiert habe nach dem
Spiel gegen Hannover. Aber da bei dieser Pressekonferenz war ich absolut bei Dirk Schuster, hat das super gemacht. Und ja, das nur so kurz mal noch am Rande erwähnt. Aber was spricht denn dann für den FCK? Nun ja, es ist tatsächlich so, dass Mannschaften, die in der letzten Pokalrunde erfolgreich waren und Freiburg war immer im Finale, dass die dann meistens in der nächsten Runde ziemlich früh ausscheiden. Ja, es gab schon Pokalsieger, die sind in der ersten Runde ausgeschieden. Es gab Finalisten, die sind in der ersten Runde ausgeschieden und so weiter und so fort. Das ist alles möglich. Dazu kommt auch noch, dass der FCK schon relativ eingespielt ist. Zwei Spiele sind schon absolviert worden und gegen Hannover und Kiel macht der FCK ja keine schlechte Figur. Beide Spiele wurden nicht verloren, ein Sieg, ein Unentschieden, ein sehr guter Start in die Liga und ja, Freiburg hat jetzt bis jetzt nur ein paar Testspiele gehabt. Dirk Schuster hat es gestern nochmal gesagt, sie haben sie gut analysiert, haben sie beobachtet, haben der Mannschaft Lösungsvorschläge mitgegeben, wie sie denn den SC Freiburg knacken können. Und ja, Dirk Schuster hat auch ganz klar gesagt, dass er mit dem Stärksten, was er hat, auflaufen wird. Was ich auch richtig finde, also es gibt keine Experimente. Auch auf der Torhüterposition wird Andreas Luth im Tor stehen, ganz normal. Das Beste vom Besten wird auf den Platz bringen, denn sie wollen eine Runde weiterkommen. Das finde ich absolut richtig von unserem Trainer, wirklich absolut richtig, dass er da Vollgas gibt und nicht jetzt irgendwelche Spieler reinwirft, die noch keine Minute gespielt haben diese Saison, was ja auch gerne mal gemacht wird, aber für den SDK geht es halt auch ein bisschen Geld. Für die zweite Runde wäre dann schon über 400.000 Euro und das kann der FCK sehr, sehr gut gebrauchen. Der FCK ist mittlerweile auch, wie bekannt, ein Zweitligist, haben sich gut verstärkt und wenn die Mannschaft brennt, ja, wenn der Rasen richtig brennt, weil unsere Teufelchen da drüber rennen, alles niedermähen und beißen und kratzen und der Betze bebt, dann wird auch der SC Freiburg Probleme bekommen. Und diese Spielweise legt der FCK bis jetzt vor allem immer in der ersten Hälfte extrem gut an den Tag. In der zweiten Hälfte allerdings brechen wir bis jetzt jedes Mal ein und das darf auf gar keinen Fall gegen Freiburg passieren. Da muss ein Gleichgewicht entstehen zwischen erster und zweiter Hälfte. Es bringt nichts, wenn man in der ersten Hälfte alles raushaut, aber dann in der zweiten nichts mehr auf die Kette bringt. Das wird sich gegen Freiburg mit Sicherheit rächen. Und aus dem Grund müssen das zwei ausgeglichene Halbzeiten sind aus meiner Sicht gut verteidigen, auf Konter setzen, auf die eigenen Stärken bauen, Freiburg permanent anlaufen, nerven, grätschen, dass sie gar nicht erst ihr Spiel aufziehen können. Und dann, glaube ich, hat der FCK wirklich eine Chance, endlich mal wieder in die zweite DFB-Pokalrunde einzuziehen. Das ist ja dem FCK in den letzten Jahren nicht geglückt. Immer in der ersten Runde ausgeschieden. Als Drittligist hat es man natürlich da auch sehr schwer. Letztes Jahr war es Gladbach unglücklich, 1-0 verloren. Ja, auch davor blöde Niederlagen. Ich kann mich da noch an ein Pokalspiel gegen Jahn Regensburg erinnern. Im Elfmeterschießen ausgeschieden, was auch keiner so wirklich gedacht hätte, dass der FCK mal im Elfmeterschießen ausscheidet, weil sie ja die Jahre zuvor immer sehr souverän waren. Aber so ist es halt einfach. Es ist Pokal, man kann es nicht wissen. Und ich könnte mir hier auch durchaus vorstellen, dass das ins Elfmeterschießen geht. Kann ich mir wirklich vorstellen, dass es nach 90 Minuten plus 0-0 steht oder 1-1. Und ja, dann wird es eine Nervenschlacht. Naja, gut. Wir haben Heimspiel, wir haben die Fans im Rücken, wir haben eine gute Mannschaft. Und daher, warum nicht? Aber klar ist auch, da muss alles passen, dass das klappt. Ich bin sehr gespannt. Morgen am 31. Juli 2022 um 15.30 Uhr, nein, Entschuldigung, um 15.31 Uhr. Ist Anstoß im Fritz-Walter-Stadion und dann werden wir sehen am Ende, wer sich letztendlich durchsetzt, der Zweitligist oder der Bundesligist. Leute, so viel von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne einen Daumen da lassen, vielleicht auch abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen.
und haut mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr denn? Kann der FCK Freiburg besiegen? Oder ist ganz, ganz klar, dass der SC Freiburg die Roten Teufel vorführen wird und am Ende souverän in die zweite Runde einziehen wird? Werden wir sehen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer bleibt alle gesund. Viel Spaß morgen beim Spiel. Und wir hören uns. Ciao, haut rein.